Hallo und willkommen zurück zu Amperion und wir müssen rasten. 2 Stunden. Voll. Und dann würde ich sagen, ist jetzt die Krypta dran. Gerade wie das mit den Pfeilen aussah. 30 Pfeile hatten wir, passt. Das ist natürlich hier jetzt schon eine ganze Ecke entfernt. Stufe 8. So, wo war das? Ich glaube weiter nach links. Das ist mal richtig. Bum, bum, bum. Dann wollen wir mal. Wir haben einen Necromancer und das andere sind normale Geister. Ja, das war dumm. Den Necromancer müssen wir stunnen und die anderen machen wir kaputt. Jetzt sind wir hier wieder. Sehr gut. Vier. Ah, ja, ganz trivial wird das wohl nicht werden. Der ist jetzt sogar zu weit weg, als mir das so eigentlich recht ist. Denn da jetzt hin. Na doch, es passt. 48. Na. Okay, immerhin nur die beiden. Nicht so gut.
Ja. Es war natürlich nicht so clever, das zu verteilen. Zack. Hieb. Eins. Oh, der hat gesessen. Das passt nicht. Schieb. Der kommt wieder. Weakened. Okay. Schön. Dann sammeln wir erstmal die Leute drum. Und dann hacken wir den jetzt um. Batsch. Aua! Arsch! Weg, schön. Ja, doch, das war okay. Eine Topfpflanze. Wenn ich ein finsteres Dungeon baue, dann würde ich da auch auf jeden Fall Topfpflanzen reinstellen. Da ist eine Geheimwand. CNXP, was auch. Sieht jetzt nicht so wertvoll aus, was dahinter ist. Wein. Pfeile. Pfeile sind immer gut. Blue Vendetta. Holla. Holla, das könnte jetzt ein Game Changer sein. Requirement not met. Level 18. Dann ist das wohl kein Game Changer, denn das Ding kann ich ewig lang erstmal nicht benutzen. Wiegt 8. Der ist überladen. Ich glaube, den Wein kann ich verticken. Ist natürlich jetzt schade, dass ich das Ding nicht verwenden kann. Ein einzelner. Warten wir mal, bis der ankommt. Quatsch. Aufs Maul.
schon noch größer. Wieder ein Geheimgang. Da kann man nichts plündern oder so. Musik ist schön. Vier Vampire Bats. Die haben, glaube ich, auch Confused beim Angreifen oder so. Shit. Ja, sieht's noch gut aus. Sehr gut. Aber den halte ich mal, damit ich gleich den nochmal schieben kann. Sehr gut. War das jetzt? Ich glaube schon. Sauber. Das war dann auch der letzte. Glaube ich. Acht. 10. Naja, der kann noch einmal. So. Und go. Fuck. Sehr schön, das sollte klappen. Batsch! Gold haben die mit. Mhm. Sitzen wir Fledermäuse. Okay, Root. Das war schon ein sehr großer Geheimgang-Ding. Es kann natürlich sein, dass das gleich in eine normale Höhle übergeht. Steak. Kann man, glaube ich, auch verkaufen. Ja, hier gesammelt. So. Was ist denn hier so teuer, also so schwer? Na, nehmen wir einfach mal die Glibber weg.
Ja, das soll noch tragen. Jetzt muss ich auf jeden Fall rasten, bevor ich weitergehe. Also bevor ich nochmal kämpfe. Ah, es sei denn, das ist nur einer. Sieben. Den lass mal ankommen. Könnte natürlich trotzdem sehr eng werden. Wenn er die richtigen angreift, dann passt es. Na, wenn ich natürlich keinen Schaden mache. Noch ist... Schön. Schön, schön. Fünf Erfahrung für den Burschen. Eine Kiste, 12. Laden. Wieder nach dem Prinzip zweimal probieren. Und wenn das nicht klappt, laden. Bei Lockpicking muss ich auf jeden Fall auch noch erhöhen. Schön. Wooden Buckler, sehr schön. Wir haben tatsächlich mal eine Ausrüstungsverbesserung gefunden, die wir auch benutzen können. Sehr gut. Ja, das wird auf jeden Fall nichts, aber ich kann mal gucken, was das für... Ist alles ein Magier oder was? Necromancer. Zweimal Necromancer. Ein Ghost. Die sind aber echt schon hart an der Grenze. Wo ist er? Das wird auch nichts. 5, 5, 5. Ja, die sind aber dann im Verhältnis sehr einfach. Aber das hier ist doch ziemlich groß.
hier nochmal gerade ranlaufen. Den Flügel noch hier. Very easy. Aber was soll das dahinter sein? Schnee? Das muss uns ohne kaputten gehen. Okay, wenn ich jetzt noch so ein Ding gefunden habe, kann ich mir eigentlich schon kaum noch vorstellen, dass das kein normaler Loot ist. Dann hätten wir hier das auf jeden Fall. Dann wissen wir, dass man auf jeden Fall in diesem Geheimgang weitergehen muss, denn hier ist nichts mehr. Dürfen wir auf jeden Fall noch ein paar Mal hin und her laufen. Ich würde ja gerne da durchlaufen, aber da ist, glaube ich, zum einen kein Durchgang. Und zum anderen, wenn da ein Durchgang wäre, dann müssten wir danach die Banditen noch platt machen. Mit der Stufe sieht es auch wieder ganz gut aus. Aber es sind jetzt 150. Ja, das passt ja eigentlich. Können wir Barter auf 100 bringen. Machen wir das gerade. Steigen wir auch direkt noch. Na, vielleicht nicht ganz. Oder? Ja, sehen wir dann. Machen wir jetzt auf jeden Fall. Wat mut dat mut? Mehr Vogeltier. Da ist es. Bü-bü-bü. Wo sollen das andere eigentlich sein? Journey into Black. Okay, das ist in der Stadt oder was? Boah, dann können wir das da auch machen. Gibt es da sicherlich auch noch ein bisschen Erfahrung, wenn wir das da abgeben. Ich bin auch in die vollkommen falsche Stadt gelaufen. Macht aber nichts, denn hier wollte ich auch nochmal hin. Um. Mit dem da hinten zu reden, ob der vielleicht weiß, was es mit diesen Banditen auf sich hatte. Der hatte ja irgendjemanden Ring verloren.
Feel this about yourself. Ne, gibt's nichts. Dann halt nischt. Ich hätte ja schon richtig Bock, hier eine Karte von zu erstellen, aber dadurch, dass man das Interface nicht ausblenden. Ich habe ja von der einen Stadt, von der Startstadt, habe ich ja eine Karte gemacht. Aber dadurch, dass man die weder das Interface ausblenden kann, noch die Charaktere, oder zumindest wüsste ich nicht wie, ist das halt schon extrem viel Arbeit, wenn man halt jedes Mal von einem Screenshot die Seiten, also das hier kann man zwar verschieben, aber dann ist man hier die Seite am Ausschneiden, das am Ausschneiden und dann quasi für einen so einen Bildschirm ist man dann mehrere Bilder am Schießen, um den dann so wieder neu zusammenzusetzen, ohne den Charaktere da drin zu haben. Das war schon etwas aufwendiger. Kröten. Hier sind die Hundis. Wer steht da so? Geben wir das hier mal ab, wenn das da ist, sein sollte. Grummel! Nennt Marangola. Naja, sieht danach aus, als wenn man hier, dass das ein anderer Weg ist, der weiter südlich ist. Okay, dann werden wir mal trainieren. Buttering, ach shit, leave, Buttering, Cardano, do it. Da müssen wir so langsam doch. 98. Ich guck mal sicherheitshalber nicht, dass ich da was trainiert habe. Okay. Geld. Zwar. Okay, das reicht genau. Aber für die Stufe könnte es knapp werden. Ja.
Na, hat genau gereicht. Perfekt. Ja, super. Dann können wir auch noch einen Stufenaufstieg machen. Damit sind wir jetzt 9. Stärke. Machen wir weiter Melee. Das nächste zum Trainieren wäre eigentlich Foraging. Die stacken übrigens nicht, wenn man die bei mehreren Charakteren hat. Ja. Den kann ich ja auf die Weise trotzdem verbessern. Und das hier ist auf Max angekommen. Jo, da kann man nichts mehr reinstecken. Persuasion könnten wir theoretisch angehen. Oder ich mache halt Two-Handed Melee weiter. Ja, Persuasion kann ich immer ganz gut auf Seite legen, sage ich mal. Und dann irgendwann per Trainer erhöhen. Damit wird auf jeden Fall jetzt mein Leben etwas einfacher. Und White Magic ist dann auch voll. Also voll so weit, wie ich das machen will. Weil der Rest wird dann entsprechend trainiert. White Magic. Ja. Und Mana. Und hier machen wir weiter Lore, um diesen Kram dann mal beim nächsten Mal identifizieren zu können. Intelligence. Da ist Mana das A und O. Und dann können wir hier den restlichen Kram auch noch verkaufen. Jetzt sollen wir beim nächsten Mal trainieren, fürs Foraging jedenfalls nicht mehr hier hinzulaufen. Sondern dann kann ich eigentlich immer alles direkt vor Ort auch verkaufen, weil ich ja jetzt eh auf Maximum da bin. Und hier können wir jetzt auch sehen, mehr gibt es da sowieso nicht. Na, 14, dann nehmen wir halt die 14. Ah, also Value 32 und wir kriegen 35 und wir kriegen 32 dafür, das ist schon sehr ordentlich. Und wenn wir was kaufen wollen, dann ist das nur minimal teurer. Also das ist schon ganz ordentlich. Ja, 135 für die 15. Jo. Und Boot wollte ich natürlich auch noch holen. Jetzt geht's erstmal wieder zurück. Ich kann ja mal gucken, ob ich da unten hinkomme, aber ich glaube. Mal gucken, wie stark die jetzt sind. Nö. Ja, Schleim.
Da, Leiter links ist die Abzweigung, theoretisch. Da, wo die Hunde sind. Gucken wir mal, ob wir die Hunde tot bekommen, aber ich glaube, die hatten mich auch vorher komplett exekutiert. Oh, Level 8, so leveltechnisch. Sind die jetzt nicht so weit weg? Okay. Also mechanisch ist das Spiel auch etwas seltsam aufgebaut. Das hatte ich vorher auch schon mal angemerkt, als ich über Silent gesprochen hatte. Dass der niedrige Zauber quasi genauso wie ein hoher Zauber mit einem sehr niedrigen Wert startet. Mit der Trefferchance scheint das nicht viel anders zu sein. Die werden irgendwie nicht wirklich gegen die Gegner gematcht, habe ich das Gefühl. Also egal wie hoch die Stufe ist, scheine ich da doch immer recht gut meinen Bonus beizubehalten. Für irgendwen soll ich ja, glaube ich, oh, diese Viecher töten. Aber dann hätte der natürlich jetzt was mithaben müssen. Punkte. Ja, dann verfolgen wir mal diesen Weg. 10 Erfahrung hat das gebracht. Toad. Bandit. Ja, und die werden mich wahrscheinlich jetzt zerstören. Give us 201 gold if you wish to proceed unharmed. How about you let us pass and we won't report your activities to the authorities. Or dead corpses. Mm. 14. Ja, die liegen wohl ein bisschen in der Zukunft. Jetzt hier werde ich jetzt auch erstmal eine ganze Weile nicht hin müssen. Erstmal nach Hause und dann werden wir da weiter aufräumen. Ich will gleich nochmal gucken, wo der Foraging-Typ war. Der muss jetzt erstmal wieder umdrehen. Aber ich glaube, hier war auch der Foraging-Typ.
Ja. Das ist er. Dann können wir den direkt mal. Ein bisschen Foraging trainieren lassen. Was natürlich jetzt auch alles wenig kostet, weil wir ja Bartha schon hochgepusht haben. Ja, schön. Ich kann auch da mal gerade rüberlaufen, gucken, was da noch ist. Ja, da gibt's gut aufs Maul. Dann machen wir jetzt erstmal hier Mooncrest weiter sauber, hier die Gegend noch. Wobei hier haben wir auch noch eine ganze Menge. Die Banditen müssen noch weg. Die Krypta muss weg. Ja, aber der Krypta in der Nähe bin ich ja jetzt gerade auch. Können wir da auf jeden Fall einmal rein und eine Gruppe vernichten. Ich will dieses Schwert verwenden können. 37. Falsch. Das ist ja wieder eine ewig lange Strecke, die man hier laufen muss jedes Mal. Man kann natürlich auch rasten, aber man macht das schon. Machen wir erstmal die drei billigen Fledermäuse. Können wir ankommen lassen. Zumal ich mittlerweile auch so viel Mana habe. Soll ich das auch nicht prozentual reckt, sondern absolut? Müsste ich da auch ewig schlafen. Schön. Sauber ist ja perfekt. Die tauschen mal die Positionen aus, damit der hoffentlich den Schaden bekommt. Oh. So ist auch gut.
Schön. Und der wird jetzt als nächstes zerlegt. Batsch. Alter, reicht's nicht. Gut. Ektoplasm. Sieht wieder nach einem Kampf aus, aber das, da kann man sich in dem Spiel sehr schnell täuschen. Eine Spinne ist es aber nur. Die sollte gehen. Die wird wahrscheinlich dann webben wollen, das kann die dann auch tun. Oh, der hat gesessen. Ja, schön. Durch das Gewebe sind die extrem billig. Die tun halt zumindest alleine gar nichts. Was auch immer ich da jetzt aufgemacht habe. Kiste, Gold. Da haben wir wieder einen Raum. Wieder eine so eine Spinne und die ist noch nicht mal so hoch wie die eben. Oh ja, keine Mana verschwenden. Und auch eigentlich keine Pfeile. Aber dadurch, dass es dem den Todesstoß gegeben hat. So, da haben wir ein Skelett, was wir, glaube ich, looten können. Einen Haufen, den wir looten können, wo nichts drin ist. Klasse. Okay. Dann. Das ist schon pervers groß. History of Astralin. Das ist das zweite davon. The city of Astralin was established over 2,000 years ago by the great merchant traveler Elf Astyrilochus. Prior to Astralin's settlement, the Eastern Peninsula was little more than crab-infested marshland.
So when Astrilocles expressed interest in developing the land, many Antharionites were naturally skeptical. During that period, orc raiders were constantly pillaging Antharion cities. Astrilocles recognized that the eastern peninsula remote location coupled with the surrounding mountain range would offer an ideal natural fortification against the orc raiders, who at that time possessed little to no seafaring capabilities. After purchasing the land from the Valingrad Development Authority, Astrilocles quickly grew Astrilan into the busiest port city and trading hub for all of Antharion. And they lived happily ever after. So, da geht's weiter. Zwei Spinnen. Wichtig ist da jetzt eigentlich nur möglichst schnell ranzukommen. Wenn ich einmal dran bin, dann haben die ein Problem. Ja, webt hier mich halt. Das ist mir ziemlich wurscht. Boah. Okay, jetzt greifen sie an. Tsching. Dann schieben wir den jetzt. Oder nicht? Dann müssen wir jetzt heilen. Na. Schwubbidibub. Batsch. Bam, 22. Eine Tür. Zweimal Ghosts und noch eine Tür. Das sind nur normale Ghosts. Boah. Oh! So haben wir ja nicht gerechnet damit und so. Okay, aber die sind natürlich dann zu stark. Und dann muss ich hier auch erstmal wieder einen Schnitt machen. Ich mache aber die noch auf, dann weiß ich auf jeden Fall, dass es da weiterging. Da haben wir noch was. Laufe ich erstmal wieder ein Stück zurück. Ja, ich muss einen Schnitt machen, also bis zum nächsten Mal.